mache ich jetzt. Dann startet nämlich jetzt auch das Webinar. Das heißt, wir hatten uns vorher ein paar Setups rausgesucht, die wir hatten. Ich war nach wie vor im DAX und im Euro Short eingestellt. Ich hatte auch im DAX Short Positionen im Markt. Die sind am Freitag direkt ein Teil rausgekegelt worden, der Rest dann direkt Sonntagnacht rausgekegelt worden. Habe danach aber gestern einen Teil wieder einspielen können. Im Euro sieht man es noch. Da habe ich angefangen mit kleinen Positionen hier oben direkt Sonntagnacht auf dieses Gap Close zu spekulieren. Wir hatten im letzte Woche hatten wir angedeutet oder auch gesagt, wir rechnen eventuell mit einem Spike. Ich weiß gar nicht, wer das hier noch war, der auch einen Blog geschrieben hatte, dass wir damit rechnen, Spike an die 1,10. Viel höher sollte es auch nicht gehen, was auch zu unserem Gesamtsetup passte. Allerdings schwierig, long zu handeln war, weil wir das offene Gap unten noch haben, was auch immer noch da ist. Noch. Das war die Nummer, die wir uns angeguckt haben. So, nun hat er hier oben aufgemacht bei 1,10,18. Das heißt, die 1,10 ganz knapp touchiert und um gleich direkt wieder drunter abzutauchen. Gleich in den ersten 10 Minuten ist er hier drunter wieder abgetaucht, hat hier die 1,10,14 nochmal bestätigt und dann das Gap zugemacht. Ich habe gleich Sonntagnacht angefangen, allerdings mit kleinen Positionen, habe die jetzt pyramidisiert, so dass wir jetzt ins Thorsten, der Ton ist weg. Nacht der Abflug hier, gestern dann der, oder in der Nacht dann der Abflug tief runter bis zur 1,0957, um dann dieses Zwischenhoch nochmal zu bestätigen. Ton ist da, oder? Weiß nicht, warum sich... Jetzt ist er wieder da, du warst kurz weg. Okay. Ich verzweifle hier bald mit dem Kram. Ja, okay. Weiß ich nicht. Ich werde es jetzt auch nicht mehr ändern. Wir haben nur noch heute dieses Webinar, morgen noch zwei Webinare, glaube ich. Nee, morgen früh ein Webinar und Donnerstag früh ein Webinar. Dafür werde ich jetzt meine ganze Technik hier nicht wieder umbauen. Am Wochenende das Seminar, nur um das ganz kurz jetzt so einzuflechten. Am Wochenende das Seminar, den Dienstag nach dem Webinar gibt es kein. Die zwei Tage Dienstag, Mittwoch nach dem Seminar gibt es kein Webinar. Da brauche ich meine Auszeit. Die Jungs in Göttingen, die schaffen mich in der Regel. Zumal Ralf wahrscheinlich sogar am Sonntag da ist. Also das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das verkraften soll. Eigentlich muss ich 5 Tage frei nehmen danach. Und nächste Woche Donnerstag früh, könnt ihr euch vormerken, ist das Abschlusswebinar vor unserer Sommertour, die wir am nächste Woche Donnerstagabend starten. Donnerstagabend ist Abreise. Und wir werden am Donnerstag früh den Grobüberblick über den Sommer bringen. Wir werden ihn erläutern und wir werden die Tour erläutern, die wir machen. Wir mussten unseren Tourplan ziemlich grob umschmeißen, aber das werden wir euch dann nächsten Donnerstag früh erklären, bevor wir abreisen. So viel dazu. So, also die ganze Geschichte entsprach unserem Plan. Himmelfahrt, ja, Himmelfahrt im Norden, klar. Wir werden direkt quer durch Dänemark, Schweden fahren. Wir wollen in Höhe Lofoten ungefähr, wollen wir Mittsommernacht verbringen, 21. Juni. Bis dahin haben wir 4 Wochen Zeit, dahin zu kommen. Also, wir gucken uns das mal im Daily an.
Ja, im Daily war das hier auch die 1.10 auch unser Ziel. So, mal ganz grob gezeichnet. Zack. Da hätte er höhere Luft gehabt. Da er das zweite Mal nicht geschafft hat, arbeite ich ganz gerne dann mit so einem Kanal. Und den hat er jetzt ganz knapp um durch die 1.10 durchschossen, um dann umzukehren. Und wie ich sehe, wie er sich jetzt hier hochschaukelt, wäre es durchaus denkbar, dass er jetzt darauf geht, dieses Riesengap hier bis 1.7 noch zuzumachen. Das wären noch 190 Punkte, die ich ganz gerne mitnehmen würde, weil 190 Punkte nach Adam Ries und Eva Zwerg, 190 Punkte mit 2 Lot ist wie viel? Na, jetzt wird es schwierig, ne? Ja, Kopfrechnen ist schwach und an der Tafel geht schon gar nicht, ne? Ja, genau. So, wenn er die Nummer jetzt hier durchmacht, das heißt, das Gap unten schließt, werde ich beim bist wieder weg. mit einer Limit Pullback arbeiten, dass er da durchschießen kann, dann meine Order mit da durchschiebt und dann schließt, und hier in diesem Bereich werde ich direkt drehen und werde, wie Ton ist er nicht da? Also mein Mikro sagt mir hier astreinen Ton an. Warst wieder mal weg zwischendurch. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber meine Software hier von Citrix, die sagt mir ganz astreine Verbindung. Oh, Jungs, was ich jetzt mache? So, machen wir mal ganz was anderes. Ich wechsle mal das Mikro. So. Das jetzt besser? Okay, ich probiere es, darf mich dann bloß nicht bewegen, muss am Schreibtisch sitzen bleiben. Also, was fällt euch hier noch auf, wenn ihr jetzt einfach so auf das Blick, auf das Bild blickt, nicht auf das Blick bildet, sondern wenn ihr jetzt auf das Bild blickt, was fällt euch auf? Die Tonqualität ist schlechter. Zartes Rosa im Hintergrund. Oh, schön. Okay. Wir haben einen schönen Aufwärtstrend, das erkennen wir einmal daran. Und jetzt erkläre ich euch mal, wie ich mich da jetzt ranarbeite. Wir haben hier die erste Welle, und das machen wir heute einfach mal so als Dankeschön. Da haben wir die erste Welle. Wir haben also die erste Aufwärtsbewegung, die zweite hat er nicht komplettiert, hat aber im Zeitfenster aufgehört. Das werden wir jetzt mal, man kann das ja mit A, B, C, D Tool super so machen. So. Und dann haben wir bup, 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 einfügen, Formen, Rechteck. So, und jetzt nehmen wir diese Form als erste Nummer. Und ihr habt ja alle schön aufgepasst bei Anneliese, ne? Da,
Diese Welle hat er ganz knapp hier am Ende davon aufgehört, hat dann schon korrigiert und jetzt haben wir hier die dritte Welle, die hätte bis dahin gehen müssen, die hat früh aufgehört. Das, was sie hier überzogen hat, ist hier kürzer geworden. Und richtig, Raphael, wir haben hier die Korrektur. Und die ist viel sauberer gelaufen, wie man sieht. Erste, zweite, die ist genau von der Bewegungslänge gleich lang. Das heißt, wir hätten hier jetzt, zack, die Nummer, dass er genau bis dahin gehen darf. Das Gap darf er zumachen, dann sind wir so bei 1,0685. Bis dahin dürfte er rein theoretisch fallen. Was fällt euch noch auf? Was fällt euch noch auf? Ja, Grübel, Grübel und Studier. Kanalkante, ja, die haben wir auch. Das nehmen wir alles mal weg. Und das ist nämlich genau das, was meine Short-These unterstützt und mich auch unterstützt, warum ich hier unten mit einer Limit-Pullback arbeite. Was könnte unterstützend wirken, warum ich hier mit einer Limit-Pullback arbeite und warum ich die Position dort drehen werde? Drei Aufwärtsbewegungen durch Trendwechsel in Sicht bietet Unterstützung da, wo du wieder long willst. Ja, richtig, Klaus, will ich das ja nicht tun. Warum will ich da long? Ich will hier unten drehen. Und wir haben eine ähnliche Situation vor anderthalb Jahren mal gehabt, wo ich das im DAX gemacht habe, wo auf einen Tick genau die Nummer angelaufen hat und da hat uns das Ding danach. Ich muss jetzt lügen. Aber ich meine danach innerhalb von 6 oder 7 Handelstagen 800 Punkte eingespielt. Jungs, da haben wir es. Wir tauchen hier genau 61,8 bis 66. Genau hier im 61,8 bis 66, wenn er dieses Tief hier nimmt, deswegen bin ich jetzt auch short. Wenn er jetzt diese Tiefs hier rausnimmt, dann wird er durchklatschen, ziemlich zügig. Ich habe noch nicht im Wirtschaftskalender geguckt, was da gehen könnte, eventuell was da diese Woche unterstützend sein kann. Aber ich lasse diese Nummer jetzt fallen bis hierher. Und genau hier in diesem Bereich wird definitiv, deswegen habe ich vorhin auch, welche Marke habe ich vorhin genannt, wo fange ich an? Oder wo lege ich meine Limit Pullback dafür hin? Was habe ich gesagt? Zu welcher Marke? Wir haben diese Kerze hier genommen von der 1,0740. Bis dahin, bis an diese Kerze sollte das, also das Hoch von dieser Daily Kerze sollte auf jeden Fall greifen. Zuerst die 1,0780, dann das High, die 1,0740 ungefähr. Und meine Limit Pullback geht auf die 1,0740. Da geht meine Limit Pullback hin, in der Hoffnung, dass er fällt bis an die 1,0720, um das Gap komplett zu schließen. Weil hier erst wäre es in den unteren Zeitebenen, wäre das Gap auch zu. Wir müssen ja einen Schlusskurs nehmen. Den Schlusskurs von dem Tag, weil ab da von dem Freitag hier, da wird das Gap ja gerissen. Bis dahin darf er und wir haben hier in diesem Bereich dann auch, im 1,07er Bereich, haben wir dann auch die 66er Fibonacci. 61,8 und eine 66er Fibonacci, das ist genau dieser Bereich, den solltet ihr euch
einfügen als Kanal, da so, und in diesem Bereich, da gehört die Limit Pullback ein, und hier in diesem Bereich würde ich die Position drehen, weil einmal ist das Gap zu, alle die aufs Gap Close gehen und dort auf Gap Close gehandelt haben oder handeln, die werden ihre Position hier schließen, alle Short Positionen zu schließen, also wenn es in Long Positionen die Markt gegeben werden, das wird auf jeden Fall eine Long Bewegung einleiten, und die auf FIBO handeln werden genau die gleiche nochmal machen, die legen hier unten, haben die ihre Long Limits liegen, um dort direkt long in den Markt zu kommen. Also wir müssen schwer damit rechnen, dass genau in diesem Bereich auf jeden Fall eine Long besteht oder eine Long-Bewegung ansteht. Wir wollen ja mit dem kleinsten Risiko rein. Und das kleinste Risiko für Long ist hier in diesem Bereich. Alles, was hier in diesem Bereich jetzt gelaufen ist, alles, was man da, was die Leute hier probiert haben, in den Markt Long zu kriegen, muss mit Stops unter diesem Gap abgesichert werden. Ich weiß nicht, wo man hier oben noch hin will. Das ist genau die gleiche Nummer, genau das gleiche Problem, was wir im DAX haben. Das gucken wir uns gleich an. Im DAX haben, hier oben brauche ich über Long nicht mehr nachdenken. Das wird nichts. Ich kriege keine Position mit einem gesunden CRV da reingenagelt. Also, Short-Position im Euro lassen wir laufen, lassen wir fallen, bis hier in diesem Bereich, FIBO drauf, bis an diese Linie, dieses Kästchen hier, könnt ihr euch einzeichnen. Da in diesem Bereich werden die Long-Positionen platziert. Soweit verstanden? Ich habe die größten Händlergruppen und das auch in einer sehr hohen Zeiteinheit, habe ich die alle hier im Rücken. Da lohnt es sich hier unten auch eine Position zu drehen, die Short rauszunehmen und Long in den Markt, Stop direkt hier unter dieses Zwischentief hier, Stops da drunter und dann auf geht's. So, der Dow, danke Harald. Warum macht er mir mein... Ach da. So, schade, das ging zu fix. Er hat es nicht ganz sauber geschafft. Wer hier, aber gucken wir uns Dow Pro mal an. Hochgeschossen, ganz knapp darunter und bis zur 21.10. Ja, die Nummer ist gleich durch. Und demnach dürfte auch der DAX sich dann in die richtige Richtung bewegen. Der DAX hat es, den gucken wir uns jetzt auch noch an. Der DAX hat es dringend nötig. Ja, diese Nummer war ja wohl scheiße, oder? Warum musste der sie am Freitag noch so weit hochschaukeln? Und dann hier, um mit einem Gap fast an der 12.9 zu öffnen. Hammer. Hammernummer. Also so hoch da oben aufzumachen. Also, diese Nummer hier am Freitagabend, sich hier so hoch zu schaukeln, das hat mich schon Geld gekostet, hat meine DAX-Position noch rausgekegelt. Ich habe dann ebenfalls in der Nacht die erste Position gehandelt, die dann hier ebenfalls rausgekegelt wurde mit dem, na, mit dem Rücklauf. Zack. Da, ich habe dann hier sehr schnell nachgezogen, also direkt von der 12.880 ist der innerhalb von den ersten Minuten von der 12.880 gefallen bis zur 12.67, 120 Punkte in einem Rutsch, und da habe ich auch stramm hinterhergezogen, bin dann hier wieder raus. So hatte ich gute Hälfte von den Verlusten, die ich am Freitag kassieren musste, hatte ich dadurch dann wieder drinne. Diese Nummer, nach wie vor, egal was ihr da denkt, ist für mich immer noch Short, nichts anderes. Und wir sehen es, schöne Formation, die kann ich jetzt heute hier nochmal ganz kurz aufbäumen, und dann sollte auch hier das Gap irgendwann mal bei der 12.000 hier unten geschlossen werden. Das sind ja auch nochmal 800 Punkte, die ich liebend gerne ebenfalls mitnehmen werde. Ich habe das letzte Woche, glaube ich, schon mal erklärt, oder habe ich das nur am Telefon erklärt, weiß ich jetzt nicht. Hier oben noch
long zu gehen, nur weil wir hier starke blaue Kerzen haben, ist der blanke Wahnsinn. Alle anderen ziehen sich jetzt langsam zurück und verkaufen ihre Position. Sell in May ist ja ein uraltes Sprichwort. Und das werde ich genauso tun. Ich warte jetzt hier, das wie Straßenmann hinterherin, genau, das hast du bei Costellani gelernt. Ne? Wir warten diese Nummer, guckt sie euch an, das hier außerbörslich lasse ich jetzt einfach mal draußen vor, das war gestern früh die Eröffnung, die wir direkt hatten und wir sind hier jetzt in dem gleichen Bereich, hier 61,8, 66 Fibo, 1,784 und wir haben so sieht das dann bei mir aus. Ups. Ich habe hier angefangen, eine Position zu platzieren. Genau hier an diesem Hoch habe ich angefangen, den DAX hier auf diesem Konto short zu handeln und werde den genau so hier pyramidisieren, so wie es da aussieht. So, und genau das wird jetzt hier passieren und hier sollte ich mir langsam Gedanken machen. Zack. Hier. So. Gucke, Harald hat da pro gehandelt. Nehmen wir die mal. So. Und hier drunter packe ich jetzt noch 5 Dachse, die wir jetzt gleich greifen lassen. Stop geht da oben drüber. Das heißt, ich starte mit 30 Punkten Stop. Limit bleibt weg. Okay, genau das gleiche Spiel. 61,8 bis 66er Fibo. Nummer läuft. Und dem Jungen hier müssen wir noch ein bisschen Luft geben. Hier sehen wir, meine Position läuft. Mache ich mir jetzt keine großen Gedanken drüber. Da Dow Pro. Einstieg ganz knapp verfehlt, Zielbereich, zack, rein, Umkehr. Deswegen, wenn man Dow Pro handelt, hier unten an der Nummer, auf jeden Fall einen Großteil von der Position glattstellen, wenn nicht sogar komplett glattstellen. Okay, so viel zu der Übersicht. Fragen dazu? Okay, anscheinend nicht. Dann habt ihr jetzt eine Übersicht darüber, Scalpen nach Euro Pro. Da kümmern wir uns morgen früh wieder drum. Morgen früh pünktlich um 7.45 Uhr heißt es dann wieder Scalpen mit System. Gute Frage. Jetzt noch im Euro einsteigen. Wir flaggen hier gerade. Guckt euch den, wer das will oder meint, das ist gut für ihn. Diesen Spike darunter, den lasse ich mal außer Acht. So. Und wenn dieser Kanal, wenn der jetzt verlassen wird nach unten, kann man durchaus noch eine Short-Position dazu nehmen. In dem Fall würde ich warten, bis der Kanal hier voll ist. Ja, genau. Wenn er hier auch unten rausfällt, entweder lasse ich mich direkt da drunter einstoppen, wenn er hier unten aus dem Kanal fällt. Besser ist es, wenn man die Chance hat, rausfallen, Rücklauf, Bestätigung von dem Kanal und dann weiter.
Ich selber werde hier drunter direkt aufstocken. Meine Position ist weit genug vorne, so dass ich mir dann nicht so viele Gedanken machen muss. Wir haben einen Durchschnittseinstieg jetzt bei 1,0924 ungefähr. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier unten an der Kanalkante einstoppen lasse hier, dann ist die Position 35 Punkte vorne und dann kann ich auch noch ein halbes Lot oben drauflegen und dann sind das ja damit immer noch 150 Punkte Minimum, die wir damit holen können. Auch mit einem halben Lot 150 Punkte sind auch mal 750 Euro. Wenn die Nummer aufgeht, dann kann ich ganz entspannt auf Sommertour gehen, weil dann haben wir für die ersten Tage das alles im Sack. Okay, also Webinar morgen früh und am Donnerstag früh nochmal diese Woche. Nächste Woche Donnerstag das Abschiedswebinar. Dann ist wahrscheinlich 10 Tage Pause. Aber den genauen Ablauf, was, wann, wie an Webinaren geplant und gehalten wird, das geben wir dann ab nächste Woche Donnerstag bekannt. Okay, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt, ist auch ein bisschen was hängen geblieben, ihr habt vielleicht auch ein bisschen was mitgeschrieben. Wie gesagt, ich bitte immer wieder darum, ein bisschen Feedback dazu, damit ich weiß, wie wir hier weiterarbeiten können für euch. Wir machen das nicht für uns. Ich glaube, das Grobe von, also das, was ich euch erzähle, kann ich schon. Das machen wir nicht für uns, das machen wir nur für euch. Also, in diesem Sinne, euch einen schönen Nachmittag. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Bis morgen früh. Tschüss, tschüss.